Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Gut, also in diesem Part wollen wir ja das Herz angreifen, beziehungsweise auch die Waffenhändler treffen, deswegen konnten wir ja nicht switchen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist einmal unseren Typi heilen. Entfernt sofort Verletzungen und Traumata, ja. Das könnten wir machen, ne? Genau. Machen wir das mal. Jawohl. Medizin haben wir ja noch ein bisschen, deswegen konnten wir das machen. Halt. Die Waffen, Junge, die Waffen fast vergessen. Also, wir nehmen das hier mit. Rüsten das aus. Dann nehmen wir die ganze Muni mit. Dann brauchen wir die Granaten. Die Rohrbombe. Molotow, Dosenbombe. Und Heilung eigentlich, genau. Ich frag mich gerade, welche ich lieber nehmen sollte. 0,2 nur und hier ein Front. Dann nehmen wir die hier. Und wir brauchen ein bisschen Ausdauer im Notfall. Dann sind wir eigentlich. Wunderschön. Dann sind wir ready. Wir switchen, glaube ich, trotzdem nochmal die Waffe erstmal, bevor wir uns hier laut rumballern. Und dann das hier. Markierung. Gib ihm. Ah, schön Tageslicht. Wäre cool, wenn die so machen würden, dass sie nachts mehr aktiv sind oder das Gegenteil. That So, plague schnell. heart can't be Oh, far fuck. away. I think I smell it. I have another task for you. Details forthcoming. So, ran hier, ran hier, ran hier, ran hier. Wunderschön. Nicht einer hat zwar was gedroppt, aber die Horde ist weg. So, schnell hier durch. Da war noch eine Horde, ich habe sie gehört. So, jetzt rüsten wir schon mal die Shotgun aus. Immer rückwärts, Leute. Immer rückwärts. Wunderschön. Come in, but we are watching you. Okay. Dann gucken wir ruhig genau auf die Finger. Sind das Militärleute? Nee, einer. Auf jeden Fall so gekleidet. Die Ausrüstungshändlerin. Gelbes Haus mit einem Infektionsausmaß Stufe 1. Oh oh. Jetzt dann Bloodhunters. Da müssen wir uns beeilen. Das ist jetzt langsam gefährlich. Hey there. Info. Musik. Das ist ein guter Trade, definitiv. Sehr gut auch das hier. Alter. Not bad, not bad. Aber was haben wir auch? Disziplin? Nee, Verstohlenheit. Das gefällt mir mehr. Wenn ich sowieso nichts anderes haben kann, dann lieber das hier. Schön sneaken. Was haben wir noch hier? Goodbye. Warte. Gartenbau. Ja, das habe ich schon. Das ist schlecht. Schon wieder so einer mit dem Lock. Wenn du Waffen willst, musst du den Marktpreis zahlen. Die Verteidiger werden feindselig. Alleine zwischen den dreien besser nicht. No. And I can't believe you're even asking. Handel mit dem Verteidiger, lass es bleiben oder bedrohe Kaufmann. Got anything useful you're looking to unload? Was habt ihr Yeah, hier? Rote blaue Waffe. Oh shit, die ist richtig gut. Alter Schwede, 9 mm. Die rote Klauenwaffen sind richtig gut. Eine DMR. Eine Spec Ops mit Aufsatz sogar. Noch eine Spec Ops mit Profi-Schalldämpfer. Fortgeschrittener Schalldämpfer. Eine M4 DMR Heavy. Holy. Die PPSH. Oh mein Gott, die würde ich gerne haben. Boah, wird das Spaß machen. 9 mm 51 Magazin. Heilige Mutter, das ist echt gut. Die Vector. Breacher. Okay, mit 10 Schuss sogar. Und das da, okay. Wie sagen wir das hier? So. Scheiß auf die. Mission abgeschlossen. Die sind noch neutral, oder? Genau, neutral. Wir, ganz ehrlich, switchen zurück zur Armbrust.
Wir werden kurz das Ding dahin looten. Wunderschön, einer weg. Ein bisschen schießen üben. Noch haben wir extra Muni. Perfekt. Finish. Hier sind echt viele. Mein Gott. Krank Scheiße. Wieso immer der? Kannst du nicht einmal eine Leise suchen? Ich hab keinen Platz. Keiner gespawnt? Komisch. Da ist noch einer. Nee, zu gefährlich. So, warte mal. Wir tun hier erstmal... Eigentlich können wir hier gar nichts reintun. Aber wir müssen, damit wir erstmal das Ding da weglooten können. Oh, das ist schlecht. The fuck? Was? Das ist der neue Sprungangriff. Wunderschön. Weg mit denen. Du brauchst eine Pause, auf jeden Fall. So. Das haben wir fertig gemacht. Weiter. Dann, das kann weg. Und dann nehmen wir natürlich das wieder zurück. Und jetzt geht's zum Herz, Leute. Jetzt geht's zum Herz. Dann wollen wir mal. Weg mit dir. Welches Haus? Das letzte. Ah, das ist so ein gepanzerter. Scheiß Helm. So. Oh, da ist ein Dicker. Das ist nicht gut. Wir haben jetzt ein Problem. Der Typ hier, der rasiert. Und das ist auch noch ein Blutzeug-Juggernaut. Der hält mehr aus. Okay, das Herz will also kämpfen. Das ist schlecht. Haben wir hier irgendwann ein Scouting-Ding? Nee, ne? Nee. Das ist wirklich nicht gut. Ich könnte ihn mal mit dem Auto killen. Den Trick machen. Müssen wir probieren, Leute. Uns bleibt nichts anderes übrig. Also rückwärts gegen den Bauch fahren. Immer ausweichen, wenn er mit einer Hand angreift, den seitlichen. Sonst alles andere egal. Schon wieder? Ja, ja, klar. Getroffen. Oh shit. Jawohl, hat getroffen. Gefährlich. Da haben wir ihn. Oh Gott. Paddy. Ja, ein bisschen krüppelig so zu fighten, aber wenn man keine Waffen hat, Leute, müssen wir das Spiel nutzen, wie es ist. Oh, kein Platz. No problem. Hauen wir die Scheiße da rein. Jawohl, Schießen-Upgrade. So, solchen Proben zwei Stück. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele man braucht für ein Heilmittel. So, jetzt können wir wieder volle Pulle ausrüsten. Und zum Herz fahren. Oh, hier ist noch eins. Wir müssten das machen. Die sind selten. Und dann schön mitnehmen. Leider müssen wir gerade so viel natürlich Platz wegballern im Sinne von wegen dem scheiß Herz. Aber ansonsten, lol. Guck nach vorne, Junge. Warten, Athlet. Noch ein Dicker. Weg. Down. Okay. Jetzt wird's spaßig. Okay, Granaten rausholen.
I found some useful stuff while I was out scavenging. Dann vorsichtig, wir wissen nicht, was hier in der Nähe ist. Da ist er. Warte. Wir machen das Fenster kaputt, leise. Oh shit, die hören das doch. Willst du mich verarschen? Okay, fuck it. Fire in the hole! Now that worked great. It's damaged. Just gotta keep at it. Jawohl, Junge. Hält viel mehr aus. Oh, Erfolg. Wunderschön. Zerstöre ein solchen Herz in der Schwierigkeitsgrad oder in dem. Oh. Mehr Platz. Wunderschön. Bowie-Messer. Nimm mit. Ziviler Karabiner Uzi 22. 22er Patronen, Leute. Wir haben eine schöne Waffe gefunden. Fischhaken. Scheiß drauf. So, wir kommen gleich wieder. Sehr gut, die Bedrohung ist weg. Das andere wird sich von alleine regeln, aber wir können auch die Belohnung mitnehmen. Das ist richtig geil. Dann alles rein hier. Ich glaube, damit sind wir jetzt erstmal gut. Das kann ich ausrüsten. Aber ich habe keine Muni mit, also bleiben wir bei Shoddy. Genau, so machen wir das. Dann looten wir schon mal das Haus hier leer, weil wenn wir hier schon sind... Wo ist hier einer? Draußen? Mitnehmen. Oh, jetzt wurde auf der Minikarte gezeigt, weil es so laut war. Und raus hier. Wunderschön. War das nicht schön? Scheiß Angriff. So, alles reinpacken. Nein, das waren die Munition. Die brauche ich wieder. Gut. Schnell, 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 schnell. Wunderschön. Alter. Wir brauchen definitiv eine bessere schallgedämpfte Waffe. Das würde so viel mehr Spaß machen. Weil wir dann schneller sind. Aber so geht's auch. Hätten wir bloß mehr Pfeile, wäre es kein Problem. Wir können ja welche herstellen. So, schnell ran. Also. Den Trick hinzukriegen ist sehr schwer. Holy. Ah, ich muss ja dodgen. Ich vergesse die ganze Zeit. Deswegen geht er nicht. Das Dodgen fehlt, Junge. Holy. Was haben wir hier? Nageleisen. Nein, danke. So, schnell hier alles erkunden. Hier ist was. Irgendwas war da durchsuchen. Okay, alles klar. Oh, Mütze. Seeräuber-Bandana. Einmal schnell durch hier überall. Verstohlenheit plus. Sehr gut. All clear. So, Heilung. Time to move on. Und Kiste mit Samen. Perfekt. Und raus, raus, raus. Oh, es wird wieder dunkel. Ich finde, die Tageszeit ist viel zu kurz in dem Spiel. Deswegen habe ich ja damals einen Mod geholt. Ich muss mal gucken, ob ich wieder einen finde. Weil die Nacht ist genauso lang wie der Tag. Leck von mir. Und leider kann man nicht schlafen, deswegen wäre ein Schlafenmod richtig gut, ey. Holy. Den würde ich die ganze Zeit nutzen. Damn, it's locked. Unser Skill lässt das öffnen. Easy. Well, bester Skill ever. It's almost boring when it's this quiet. Schließen wir die Tür. Oh, hier war ein Plünderer. Toolkit. So,
was habe ich schon wieder gefunden? Wandernde Helfer sind noch 17. Sprich mit Dennis. Und Baumeisteraufgabe rauben und plündern. Bin ich der Baumeister? Nee, kriegst ja, ne? Genau, das ist für sie die Aufgabe. Wahrscheinlich werde ich auch Richtung Baumeister gehen, weil ich habe das noch nicht, das Vermächtnis. Außer Händler ist wichtiger. Nice. Schnell durchsuchen, damit wir nächstes Mal nicht müssen. Ach, oh, Ghetto Blaster, dein Ernst. Okay, wir kommen gleich wieder. Akrobatik Stufe 1, Junge, dauert das. Alles rein da. Reparatur machen wir später. Vielleicht finden wir endlich dann noch einen Wagen, der richtig gut ist. Aber es gibt nur bestimmte Wagen, die diesen Trick machen können mit dem Dicken. Deswegen ist dieser Anfangswagen richtig gut. Nur deswegen. Ansonsten hätte ich schon längst was anderes genommen. Jetzt ballern wir noch die hier weg, damit das hier safe ist. Und wir looten uns dann, glaube ich, ein Stückchen hoch. Weil dann haben wir die ganze Ecke hier fertig. Und dann können wir zu den nächsten Missionen begeben. Plus ist es wieder sowieso gerade dunkel, also richtig hässlich. Deswegen müssen wir schneller fighten. Was war das? Oh shit! Oh shit, er lebt noch! Oh fuck, ich werde sterben. Ausweichen, 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 ausweichen. Holy, ich habe mich erschrocken. Er hat meine Karre kaputt gemacht. Das Gute ist, wir haben ein Toolkit. Junge. Alter, was ein Adrenalin. Junge, ich schwitze Polen, es ist schon fast 30 Grad hier. Leg mich am Arsch. Ach, lass mich doch in Ruhe, Mensch. Das ist auch das Problem. Man hat so eine lange Hinrichtungsanimation mit diesen richtigen Waffen. Wenn ihr Handwaffen nehmt, also die Nahkampfwaffen sozusagen wie das Messer, also alle diese kleinen Waffen, die nur dann kommen, wenn die Hauptwaffe kaputt ist. Die hat so eine schnelle Animation, die zu killen, deswegen ist das irgendwie dumm programmiert. Da würde ich raten, wenn man keinen Bock hat, die abzurüsten für den Trick, dann sollte man definitiv hundertprozentig Dings hier machen. That's pretty heavy. Einen Mod holen, der nur die schnellste Animation nimmt, weil es ist halt irgendwie dumm eigentlich, dass man sagt, dass man extra dafür abrüsten muss, um schneller zu werden, obwohl man eine kürzere Waffe hat. Weil mit einem Basic schlägst du einfach auf den Kopf, der ist down. Und so stehst du halt 10 Jahre und der drückt und drückt und drückt und denkst dir so, Junge, wir haben keine Zeit, mach hinne, ein auf den. Down. Gut, das war ein Verrückter. Keine Zeit. Scheiß drauf. The fuck? Wer ist das denn? Ach, ist das die Vermisste? Ich finde random die ganzen Leute hier. Aufsteigen. Oh oh. Die sind alle da drin. Oh, das ist schlecht. Wenn die Animation nicht will, dann passiert sowas. Und wie viel Ausdauer das kostet, nur jemanden hinzurichten, das finde ich auch dämlich. Junge, Hälfte meiner Ausdauer ist einfach futsch. Auch wegen dem Schwierigkeitsgrad. Das ist ein bisschen busted. Und dann heilen wir uns noch einmal. Usen. Oh, es geht langsamer. Gefährlich. Einer down. So, kommt raus, kommt raus. Ihr habt da was gehört, ganz genau. Ganz genau. Alle mal rauskommen. Oh shit. Da haben wieder was gehört. Komm, alle raus, raus, raus. Ich sehe den da. Den treffe ich aber nicht. Triple geht nicht. Zu gefährlich. Wir haben noch 3 Schüsse und einer davon muss den einen Typi treffen. Oh, die fällt hin. Lol.
Noch einen getroffen? Come on. Schreier, komm raus. Die zwei letzten Schüsse. Gefährlich. Okay. Wir müssen irgendwie da anders rein. Das ist aber fast unmöglich, weil dieses Gebäude bietet keine andere Möglichkeit, da reinzukommen. Plus den explodierenden. Nee. Vielleicht diese Schräge einnehmen und dann treffe ich ihn. That's great. Gott, ist das knapp. Holy, ist das knapp. Holy, ist das knapp. Wo ist jetzt der Schreier? Der muss als erstes weg. Du willst mich verarschen. Die sind hier überall. Scheiß drauf. Kommt raus. Da war er wieder. Der Typ hier hängt an der Mauer fest. Jetzt klettern die wieder rein. Here goes my last shot. Nein! That's pretty heavy. Wie konnte es die Schulter treffen? Ach man, Shitbox. Kurz rüber. Wir holen uns kurz die Uzi wieder. Für genaue Schüsse. Nee, nee, die Shotty brauche ich noch. Ach Mensch, Steuerung. Danke dir. Das kann weg. Schnell ballern und weg. Und weg ist er. Oh, gefährlich. Mann, sind das viele. Konzentration pur gerade. So. Finally. Aber sollte hier nicht unten noch ein Fettsack sein? Irgendwie ist er despawned oder so. Oder der ist da noch, aber keine Gefahr mehr. Sehr gefährlich. Nee, noch nicht. Ich bin ja gerade noch am Überleben hier. Damit alle anderen hier sicherer sind. Du redest ja nur. Er wird mir sehr unsympathisch, der Typ mit seinem Furzskill. Komm rüber. Finish. Noch einer. Ich hasse es. Come on. Und atme durch. Schade, dass für Cardio auch Kämpfen nicht zählt. Komm mir jedenfalls so vor. Nur rennen. Vorsichtig. Vielleicht liegt er noch irgendwo auf dem Boden. Hallo out there. I have some goodies to trade straight from Trumbull Valley. Come on by. Lol. Mach das die Tür auf. Warte. Der ist hier noch. Der schläft nur. Gar nichts. Gefährlich. Scheißding. Schade, dass man ihn nicht leise töten kann. Ranschleichen und dann zack, Messer in den Kopf und dann stirbt er und der Dampf verzieht sich normal und nicht so explosiv. Also ich weiß, im DLC haben wir es ja gemacht mit dem Ranschleichen und Entfernen. Die Frage ist, geht das auch im Normal? Oder nur in dem DLC? 12G-Patronen. Huh. Okay. Medizin. This place is empty. Ohne Parang. Perfekt. Auch nur 3 Pfund statt 4. Nice. Wir haben zwar weniger Wucht für Umkippen oder mit der Wucht töten. Aber
Ansonsten alles Bombe. So, und weg hier. Wir machen noch die kleinen Schuppen hier. Nebenan. So, die Shotty kann, glaube ich, erstmal weg. Für Platz. Genau, der kann auch weg. Jawohl, so eine Mini-Machete ist geil. Come on, wir brauchen mehr. Nicht das. Oh ne. Junge, die spawnen die Ball. You don't know me, but I'd like you to become my neighbor. Here in Trumbull Valley, we're looking for good folks willing to work hard to rebuild this land. Heilige Scheiße. Ja, Ray Santos. Gerade ist nicht so viel Zeit. Come on. Wunderschön. Jawohl. Benzin brauchen wir auf jeden Fall. Das ist gerade, was wir am wenigsten haben. Das ist bis jetzt ein sehr, sehr guter Ausflug. Wirklich sehr, sehr gut. Wir werden alle Mittel haben, die wir brauchen für den Anfang. Blutseuchenprobe. Besser geht's nicht. Und noch Materialien. Wunderschön. Perfektes Ende. Also können wir eigentlich hier sogar abbrechen und zurück zur Base gehen. Jetzt haben wir sogar nochmal eine bessere Waffe für die eine mit der Pistole. Sie kriegt dann die Uzi. Außer ich benutze sie mit Charlie. Aber wir haben noch keinen Charlie, ey. Das ist so selten. Hier kommen wir noch wieder. Jetzt könnten wir natürlich auch die Posten beziehen, aber das machen wir noch nicht. Erstmal gehen wir zurück. Wir müssen den Loot wegbringen. Aber wir brauchen langsam mehr Leute und eine bessere Basis aus einem Grund. Dass wir mehr herstellen können. Und da war gerade ein Armbrustbolzen. Scheiß drauf. Ich sag ja, die fliegen immer so weit durch, diese schweren Geschosse. Das ist so dumm. Also es ist gut, dass sie so weit schießen wie eine Minisniper, aber boah. Die wieder aufzusammeln ist natürlich kacke. So Leute, wir sind zurück. Wir haben überlebt. Das war echt knapp einmal. Na scheiße, auch so mache ich halt so Obst. Nee, das funktioniert nicht so. Jetzt die Frage, warte. Wie viel haben wir schon? So viel, okay. Das kann noch alles rein. Wunderschön. Did everyone behave while I was gone? Akrobatik plus. So Leute. Wo ist die Munition? Da ist die Munition. Kurz nachladen. Wunderschön. So, wo bist du? Wir tauschen mal die Pistolen. Good to see you. Wobei, wenn wir sie jetzt ja spielen wollen, jetzt können wir ja switchen. Later. Dann kann er ja die behalten. Genau. Weil dann ist er in der Verteidigung. Gut geskillt für den Anfang. Definitiv. Und... Gemeinschaftsziele, externe Ziele, bla bla bla. Jetzt die Frage, kann ich switchen? Wenn ich ihn machen würde, wäre er Kriegsherr. Dafür kriege ich große Anlage, Waffenlager. Stelle eine Munitionsherr, spartanische Kaserne, 8 Betten, aber minus Moral. Kleine Anlagen, Kampfstudio, 2 Trainiere, Kämpfer oder Cardio. Nee, Kriegsherr will ich noch nicht, deswegen nein, danke. Wenn ich jetzt switche, passiert was? Nee, ich darf, endlich. Endlich kann ich. Dafür kann ich ihn ja jetzt ihn da rein tun. So, leg dich da rein, mein Freund. Erhol dich. Wir brauchen jetzt selber eine Waffe. Wir haben ja eine. 8 Schuss können wir mitnehmen. Wir nehmen jetzt auch die Armbrust mit. Dann, wir können die erstmal wegpacken. Fürs Erste. Seitenwaffe plus die Waffe. Da wir nur eine Armbrust haben, müssen wir sie teilen. Dann haben wir eine bessere Waffe gefunden. Sie ist gerade mit einem stumpfen Basie unterwegs. Der Fischhaken ist ein bisschen besser. Ja. Boah. Nee, dann eigentlich den hier nehmen. Zimmerball. Ja, alles andere lohnt sich ja gar nicht. Okay, der ist ein bisschen langsamer. Wie leicht ist er? 3. Schwer zu sagen. Bleiben wir beim Basie erstmal. Scheiß drauf. So, Chemie und Versorgung, also Elektrizität.
Gipsherstellung. Kann mir mal eine geringe Verletzung für Inaktive zu ermöglichen. Nice. Das ist perfekt. Geringe Regeneration für Verletzte, die nicht aktiv sind. Cool. Hier haben wir gar nichts. Da haben wir schon was. Da haben wir schon was. Da haben wir schon was. Da haben wir auch schon was. Gut, haben wir noch irgendwelche anderen Mods? Nee. Nur andere Dinge zum Herstellen. Genau. 4 Pfund. 6 Pfund. Ja, müssen wir nehmen. Und dann haben wir soweit. Gut. Jetzt reden wir kurz mit dem hier. Was war mit dem hier? Warte. Missionsziele sind ja hier. Um mehr über den Ort mit Materialien zu erfahren, übernimmt die Kontrolle über Nick. Okay, das möchte er. Ja, wenn das so ist, dann müssen wir doch eigentlich wieder zu ihm switchen. Ach, so eine Scheiße. Das kann ja auch ablaufen. Wo ist der hier? Da ganz hinten. Ganz ehrlich, ich brauche keinen Händler. Da müsste ich hin eigentlich. Okay, pass auf, wir gehen erstmal dahin. So, und auf geht's. Wir nehmen mal eine Abkürzung. Ich sehe gerade nur nichts mit der Abkürzung. Holy. Oh, da ist ein Armbrustbolzen. Junge, die liegen überall. Aber nicht die Spawn. Das ist geil. Upsi. Verteidigung zerbrochen. So, die werden jetzt hier ankommen. Ja, da vorne läuft schon einer. Ich hasse diese Wichser. Die haben so eine eklige Animation, dass sie so richtig so krüppelig sich in 360 drehen oder Barrel machen und dann dich treffen. Ekelhaft. So, Dennis, was ist hier los? Morgen hat sich länger nicht mehr gemeldet. Kannst du beim schmutzigen Elfenbein von dem Wohnwagen? Ja, da war ich schon. Ich kann auch sehen. We agree. Important us. Bis jetzt willst du nur etwas von mir und ich nichts von dir. Also es ist gerade keine gute, ich sag mal so, freundschaftlich oder ein Pakt zwischen uns beiden. Gefühlt helfe ich nur, ihr macht gar nichts. Ich hoffe, da kommt noch was. Ups. Bam, Junge. Oh, schön flott unterwegs. Ah, ist das schön, wenn hier kein solches Netz ist. Gott, sind die viele. Sammeln wir sie kurz und dann rückwärts. Echt gefährlich. Ach, wieso sammeln sie sich nicht richtig? Pass auf, jetzt ist schon am Scheiß. Drehen. Immer Rückwärtsgang. Und dann die Tür. Ich glaube, Tür zieht nicht mehr nach vorne. Ich hoffe es. Wenn doch, ist es schlecht programmiert. So, da müssen wir hin. Die schießt rum. Alter. Was machst du hier? Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe mir meinen Köcher verstaut und komme wohl nicht hin nach Hause. Folge mir, ich bringe dich nach Hause. Aber kurz warten. Warte, ich mach mal. Wenn ich hier schon bin, looten. Wenigstens ein bisschen. Da wir zu zweit sind, kannst du mir helfen. Jawohl. Du mit deinem Knöchel schaffst du schon. Schöner Tritt. Nee, stumpfe Waffen fühlen sich besser an. Animationen sind ein bisschen schneller. Die Wucht ist cool, dass sie sofort umkippen. Aber wenn du eine richtig gute scharfe Waffe hast, kannst du natürlich sofort one-shotten oder die Arme abschneiden. Aber dennoch finde ich, ich weiß nicht. Stumpf ist in Real Life auch eigentlich logischer. Hält viel länger. So ein Metall-Basie als Beispiel. Der hält fast unendlich. Solange du da nicht irgendwo gegenschlägst, wo das Gefühl kaputt geht, ist es eigentlich perfekt. Klingen wären stumpf, wenn das keine dicken Klingen sind. Deswegen sehr nachteilig. Das ist ja nicht so wie im Film mit Katana, wo du 10 Jahre durch alles schnetzelst und es wird nie stumpf. Sondern in Real Life ist ja, glaube ich, Katana sogar richtig schlecht, wenn man Knochen trifft. Geistesgegenwart. Hier ist wieder was.
Machen wir das hier alles schön leer. So, auf dem Dach kann natürlich auch manchmal was sein, aber erstmal hier. Ach, come on. Sicher? Ach komm, doppelt, fällt besser, ne? Ich dachte gerade, da wäre was gespawnt. Uni, hoffentlich. Stay alert. Jawohl, wieder 22 HP. That's pretty heavy. Das war's, ne? Ja. Und weg hier. Oh. Random Loot. There's no room for that. Kein Platz. Benutzen. Platz ist geschaffen. Upsi. Und schnell zum Auto. Ich muss mehr joggen gehen für die Cardio. Ey, das brauche ich. Egal, warte. So und so. So, steig ein. Noch muss er halten, der Wagen. Keine Tür, setze ich aber so rein. Hupe, um Zombies dann zu locken. Nein, 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 nein. Das wäre auch lustig, ihr sollt die Betray. Ihr geht mir auf den Sack, ihr seid scheiße und schlecht, wir sind keine Freunde mehr. Und auf einmal hupen die ganze Meute schön zu denen führen. Alter, wäre das eklig. So, gib ihm. Pulle, Pulle. Oh, zu spät aufgemacht, KI. Hier ist ein Military Outpost, das ist gut. So, down. Das Ding, ey, keuchelt aus jeder Ecke, ey. Wirklich. Quietscht, rattert. Here you go. Safe and sound. Thanks, dude. You rock. Sure, no problem. Stellen jetzt Jogging-Kumpels auch so und das wieder her. Neue Gegenstände im Angebot. Come on, Furzmeister, was hast du für Angebote? Nur noch 100 statt davor wie 1000 oder 500, wie viel das war, 600, je nachdem. Also geht's sehr leicht. Schade, dass wir das vorher schon nicht sehen. Lächerlich, aber er hat so wenig Leben. Ihr seht, er ist einer der schlechtesten Charaktere. Normal Leben ist 100, ne? Normal. Am meisten, wenn du nichts gelevelt hast. Und er hat sogar Kämpfen, aber bei Cardius, glaube ich. Nee, Cardius Ausdauer. Kämpfen sollte eigentlich sogar Leben sein, oder? Oder Geistesgegenwart. Fuck. Warte. Ja, Kämpfen ist Leben. Das, der hat sogar schon mehr Leben durch das Kämpfen. Aber der hat solche schlechten Eigenschaften plus das hier, dass er so bad ist. Holy. Okay. Let's see what's up for trade, eh? Was habt ihr denn hier? 9mm Patronen für nur 20. Für 20. Not bad. Ansonsten der Rest nicht so geil, außer vielleicht das hier. Aber ich spare noch meinen Einfluss. Hey, you. Die ist schon besser. You're still alive. Seht ihr? Normal. Aber die sind alle so scheiße. Bis auf sie hier. Die ist die beste. Na gut. Looten können wir hier nicht, ne? Nee. So, ich muss hier weg. So, ich glaube, wir könnten es reparieren. Haben wir Toolkit? Nicht hier. So, einen lassen wir noch. Und rückwärts, dann. Hier ist doch irgendwo ein Kreischer, genau. Ah, das ist verlassen, ne? Genau, das können wir nicht untersuchen, richtig? Doch, 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 hier ist was. Was ist das? Kackding, wenn die schreien. Wollen die richtig Stress? Ein bisschen das. Das machen wir nicht. Das lohnt nicht. Scheiße. Perfekt. Jawohl, Mechanikerbuch. Genau, wenn manche von den Charakteren gar keinen fünften Skill haben, kann man mit diesen Büchern den sozusagen eingeben. Also manchmal ist es sogar gut, keinen zu haben, weil man kann ja so oder so finden. Man muss halt nur gucken, wie man halt starten möchte. Das heißt zum Beispiel, ihr habt einen Charakter gezogen, der hat nur 4 Skills, also keinen fünften, sagt man ja dazu, und ihr seht aber, er hat richtig gute Eigenschaften. Keine Ahnung, übertrieben gesagt, wie hier der da einem da 45 Leben
20 Ausdauer hat er nochmal bekommen und irgendwie noch, keine Ahnung, Moral plus eine, richtig so übertrieben. Und ihr denkt so, scheiße, er hat keinen fünften. Aber einfach lieber nehmen, weil wir müssen halt farmen, Early Game schlechter sein. Und dann... Da ist was, scheiße. Und dann einfach irgendein Buch finden, was du unbedingt willst auf ihn haben. Und dann zack, kriegst du einen sehr guten Charakter. Dann durchspielen. Und dann, habt ihr den im Vermächtnis. Der ist immer voll gelevelt, denn die Leute, die aus dem Vermächtnis nimmt, die ersten drei, die sind immer voll gelevelt. Das ist halt das Geile. Du musst nicht mehr leveln. Nur noch die random Leute, die du findest. Oder du benutzt das hier. 1200 Einfluss für einen Charakter. Das heißt, wenn ihr irgendwann, keine Ahnung, sagen wir mal, ich glaube, die maximale Anzahl sind 12 in dem Spiel. Man kann noch modden und dann hat man mehr. Aber zum Beispiel 12 Leute habt ihr im Vermächtnis. Perfekte Gruppe alle. Dass ihr fangt mit 3 an und dann einfach nur Einfluss haben. Sammeln, herholen. Sammeln, herholen. Und dann habt ihr immer die gleichen Leute und könnt die Story richtig gut spielen. Und irgendwann, vielleicht glaube ich, wenn man sogar die Map wechselt, bleibt das ja. Das hier braucht gar keinen Neuanfang mehr. Und ihr spielt einfach nur weiter mit derselben. Außer ihr wollt natürlich eine neue Challenge, neue Leute und so weiter. So, das machen wir weg, das machen wir weg. Okay. Ein bisschen gelevelt haben wir, aber nur minimal. So, haben wir noch irgendwas Wichtiges hier, was ich gerade machen wollte? Irgendwas hatte ich im Kopf. Irgendetwas. Nahrung erhöhen. Oder Lebensmittel. Ah, schwierige Auswahl. Munition haben wir nicht so viel. Wir könnten verbessern auf höhere Stufe, aber das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Wir sollten definitiv ein Dings nehmen. Oh, Plus-Bonus, das ist echt gut. Durch die Moraleffekte, also die Stufe, kriegen wir das hier Bonus. Dass wir Moral sogar 100 hätten, also beim letzten Stück eher gesagt, wenn wir noch mehr bekommen, schneller leveln. Also Moral nicht unterschätzen, Leute. Aber natürlich auch nicht so übertrieben heftig. Außer natürlich, wenn es ein Minus ist, weil irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr und können auch weggehen, weil die sehen, das ist kacke hier. So. Gut, was haben wir geschafft? Wir haben das Seuchenherz besiegt. Dann haben wir das mit den Typis fürs Erste verschoben, aber auch geklärt, von wegen Ansage gemacht. Wenn die weiterhin Stress machen oder so sich aufführen, dann gibt es irgendwann Krieg zwischen uns beiden. Dann, das ist genau der zweite Kreis, ist glaube ich sogar Minenfeld, wenn man erhöht, damit die gar nicht mehr da sind. Hier haben wir zwei komische Dinger noch und dann müssten wir nur noch die zwei hier looten, dann haben wir, oder drei, und dann haben wir den ganzen Fleck hier fertig. Und dann müssen wir gucken, wohin. Ich glaube, das ist auch eine der besten Midgame oder besten Heimbasis, die hier gibt, weil der ist schön mittig, wie ihr seht, zu allem. Weil die anderen sind alle so weit unten. Zum Beispiel das hier, das ist aber mehr so richtig Endgame, das ist die Holzfällerhütte oder Fabrik. Aber irgendwann ist da auch schlecht, weil man hat dann genug Baumaterial, wenn man sowieso voll ist. Und der hier ist nicht so geil wie der da, weil er ist ja mittiger und besser. 2, 4, 7 Slots und wir haben hier 2 und sogar 10 kleine Slots. Also hier kann man richtig reinhauen. Und hier ist das Feuerwehrhaus, aber es ist so weit hinten schon wieder. Viel zu weit, um irgendwo hinzufahren. Plus hier sind 3 Seuchenherzen, richtig ekelhaft. Hier ist zum Glück nur 1, also wenn wir das vorher beseitigen, können wir schön die Heimatbasis erst nehmen. Also nur dann. Im Endeffekt ist das unser Ziel. Seuchenherz Nummer 2 besiegen. Neue Heimatbasis einnehmen. Und unsere Gruppe sozusagen vergrößern. Auf Minimum 4 Leute. Besser mehr. Und dann haben wir schön genug da. Das Ding ist, wir brauchen eine bessere Gruppe. Wir könnten hier die eine Kräutertypie, die Frau nehmen. Weil die ist gut. Und die eine vielleicht mit Gesetz, aber den einen Typi nicht. Aber dann wäre er allein, der würde irgendwann sterben. Was uns eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte, aber, ne? Noch sind wir nicht komplett abgestumpft in dem Spiel. Oh, hier sind Tobsüchtige. Das habe ich gehört. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ist ein guter Stopp hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.